Hallo zusammen und willkommen zu der heutigen Legung. Was beschäftigt ihn am meisten, wenn es um dich geht? Welche Gedanken, welche Äußerungen, welche Situationen müssen heute angesehen werden? Ich lege direkt los. Like diese Legung, abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Kommentiert auch gerne. Ein Herz in die Kommentare wäre schön. Vielleicht ein rotes wünsche ich mir. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr herzlich seid. Meine Lieben, dann weiß ich Bescheid, dass ihr auch keine Roboter seid. Ja? Dass ihr echte Menschen mit echten Seelen seid. Na dann, wie fühlt er sich denn heute? Erstmal hat er Fieber, Durchfall oder sonstiges. Also, was hier schon mal geschieht, hier geschieht nichts. Okay, er handelt 0,0. Ja, 0,0, das ist für die meisten. Oder du handelst 0,0. Oder du hast gesagt, naja, wenn das so sein soll, ja, dann soll das Karma das Ganze hier regeln, mein Lieber. Und du bist stark genug, um das, was Karma dir serviert, anzunehmen oder abzuwenden. Ja, oder damit irgendwie klarzukommen. Kann natürlich sein, dass du sagst, ah, jetzt bin ich wie so eine schwarze Witwe. Ja, jetzt sitze ich einfach mal da und versuche mal zu genießen. Bumerang. Bumerang, ganz stark. Wer erwartet hier Bumerang? Muss ja nicht alles resonieren, ne? Das wisst ihr. Ihr solltet auch bitte filtern. Aber. Ich sag mal, wofür Bumerang. Wenn es hier besonders eine dritte Frau, ja, eine Frau oder eine dritte Person gibt, dritten Mann, ja, falls du, egal auf wen du schaust, ist alles geschlechtsneutral soweit, weil die Männer mir auch zuschauen, nicht nur Männer, ja, all die ganzen Geschlechter. So, also. Erniedrigung kommt mir hier rein. Entweder fühlst du dich als Frau erniedrigt oder wenn du sagst, ja, es gibt tatsächlich jemanden, du hast davon Wind bekommen, ja, du hast es erfahren, dass es da jemanden gibt, dann fühlst du dich wie erniedrigt. Und das gefällt dir nicht. Und natürlich sagst du, jetzt unternehme ich ja überhaupt nichts mehr. Ja, jetzt soll bitte hier die Gerechtigkeit regeln. Jetzt bekommt er seinen Bumerang. Schön adressiert. Ja, und du denkst, ja, das Karma wird es schon richtig adressieren. Auch genügend frankieren. Ja, er wird schon seins bekommen. Weil er hier eventuell auch deine Würde verletzt hat oder dich so behandelt hat, wie es für dich sich nicht gehört, wie es nicht deinen Werten entspricht. Na dann, was beschäftigt ihn denn am meisten, wenn es um dich geht? Ja, der gute Herr hofft, dass es hier dennoch eine Klärung gibt, dass er hier dennoch Glück haben wird, dass die Ratten hier nicht zu viel gefressen haben. Wie interessant. Wie interessant das hier kommt. Ist zwar nicht so eine klassische Personenkarte, ist hier kein König oder Herrscherin, sei es in dem Sinne, aber ich fühle, er ist der Krieger und du bist die Kriegerin, kommt hier. Ja? Ihr seid beide Krieger in solchen kriegerischen Energien. Voll interessant. Und er sagt: Ich hoffe, sie mutiert jetzt nicht zu so einer Kriegerin. Es reicht doch schon, wenn ich dieser Krieger bin. Aber sie ist schon eventuell diese Kriegerin, die Wikingerin, ja, die jetzt auch ein Schwert hat und die sich auch gut verteidigen kann. Jetzt möchte er mit dir reden. Er sagt, ich habe dir etwas gestohlen, ich habe dir deine Zeit gestohlen und vielleicht fühlt es sich für dich so an, als ob das dein Karma wäre, als ob das irgendein Schicksal für dich wäre, wo du dich aber unwohl fühlst und das. Ja, das zermürbt dich sehr und da versteht er auch,
Er versteht, dass er dir ganz, ganz viel angetan hat. Er sagt aber, du bist eine starke, du bist eine ganz starke Frau. Oft bist du sehr verschlossen von mir. Oft weiß ich nicht, wie du lebst, was dich bewegt. Mit wem bist du alles verbunden? Du bist so geheimnisvoll. Manchmal denke ich, woher kommt diese Frau? Ja, sie ist wie nicht von dieser Welt. Manchmal hat er eventuell auch Angst von dir sogar. Angst von dir, als ob man denkt, boah, jetzt muss ich mich eventuell von dieser Frau irgendwie sogar reinigen. Ja, ich weiß ja nicht. Ich denke hier mehr in die Richtung, weil hier mehr eine Hexe gezeigt wird, ja, so dass man hier eventuell irgendwelche spirituellen Fähigkeiten hat oder du sagst etwas und das wird eben erfüllt. Das ist wie so eine Vorhersage, ja, wie so eine Wahrsagung von dir und dann denkt er sich, oha, ja, das ist ja schon unheimlich, das ist ja schon mystisch. Denn nicht jeder Mensch kann damit einfach lustig oder leicht umgehen, weil manchmal ist es nun mal wirklich unheimlich, ja, wenn man das erlebt, wenn etwas berichtet wird und naja, dann geschieht es oder man träumt, sei es etwas und dann erzählt man das und ja, ich musste schon oft hören, ja, ich finde das gruselig. Ich finde das wirklich unheimlich und das ist gruselig und Menschen bekommen manchmal Angst, ja, weil nicht jeder eben mit dieser Materie vertraut ist. Und es gibt ja oft solche Glaubenssätze, sei es, ja, woher kommt das jetzt? Ist das jetzt vom Teufel und so ein Quark? Ja, je nachdem, ja, wer mit wem arbeitet, wer wo anzapft, wer wie beschaffen ist, welche Seele vor dir steht oder sitzt oder liegt, ja, je nachdem, ja, mit wem du da zu tun hast. Aber dass man sagt, das Ganze ist nur noch irgendwie etwas Dunkles und vom Teufel, ja, das ist natürlich Schwachsinn, ja. Okay. Schon wieder. Wieso möchtest du dich reinigen? Der Teufel selbst. Schau mal, was geschieht jetzt hier? Die Frau. Hat er wirklich Angst vor dir? Das ist jetzt irgendwie Bestätigung nochmal. Reinigung und der Teufel. Ich weiß nicht, was er da spinnt. Vielleicht denkt er sich, du hast ihn da irgendwie verzaubert. Was denkst du dir von dieser Frau? Hier zeigt er mir auch dich, die Frau selbst. Also jetzt in irgendeinem Labyrinth ist. Und das beschäftigt ihn. Wir schauen mal gleich, was beschäftigt dich? Ein Spiel, das ist wie ein Spiel. Ah, ich denke, er fühlt sich wie so eine Art Marionette. Er denkt, du bist zu stark. Du bist einfach krass. Kann natürlich sein, dass du eiskalt sein könntest. Und er denkt sich, ist das eine Frau? Kann eine Frau so eiskalt werden? Kann eine Frau so stark sein? Und das ist nach dem Motto, ja, wir stellen uns das hier jetzt vor, ja, das resoniert und er hatte dich wirklich verletzt. Und man sagt ja auch, ja, man soll niemals eine Hexe beleidigen oder verletzen, denn dann kommt es einfach von einer höheren Macht zugeflogen, ja, je nachdem, wie stark die Frau wichtig ist für diese Welt. Ja, man soll lieber mit solchen Menschen überhaupt nichts Böses anrichten. Ja, sei es sie verletzen oder versuchen, denen zu schaden. Auch wenn die Frau das nicht wünscht, ja, auch wenn sie das nicht verflucht oder sonstiges, weil sie schlau genug ist, ja, weil sie das Ganze nicht eben drehen möchte, sodass sie dafür auch bestraft wird, wird es die höhere Macht trotzdem regeln. Also man sagt, spiel mal nicht damit, spiel mal nicht. Man kann sagen, jede Frau ist eine Hexe. Spiel mal nicht mit einer verletzten Frau. Du weißt nie, was du da erntest. Und besonders mit einer Frau, die wichtig ist für die Welt, sei es, ja, für die Mitmenschen, für etwas, für irgendwas. Denn sie hat etwas zu erledigen. Und diese Menschen, die sind wichtig für die höhere Macht und die höhere Macht bewacht sie. Ja, und wenn irgendeine Kacke versucht zu unternehmen, dann wird dieser einer das sowas von bereuen. Weil der darf dieser Person überhaupt nicht mal
Schaden anrichten. Ja, nicht mal anrühren, nicht mal böse angucken. Das geht nicht. Und besonders, wenn er noch verärgert oder wenn er tatsächlich Schaden anrichtet, ja, da kann er sich warm anziehen. Vielleicht weiß er da irgendwo Bescheid, ja, dass man hier gar nicht schaden darf. Und wenn du besonders noch Kinder hast oder er von dir Kinder hat, ja, er selbst, da muss er wissen, ja, sodass, das ist wie so eine Art Bestrafung, wo er sich vielleicht denkt, dann bekomme ich doch nicht die Erlaubnis, ins Paradies zu gehen, ja, dann werde ich in die Höhle geworfen. Okay. Ich fühle hier tatsächlich eine sehr, sehr starke Energie, wo er sogar eingeschüchtert ist. Ja, wie sie schon schaut, wie blass sie ist. Ja, wie so eine richtige Hexe. Hier, auch eiskalt, das ist Eis. Und daneben fielen diese Karten. Und hier der Bär, die Karte der Stärke. Eine starke Frau. Und sie kann einfrieren. Sie kann, sei es mit ihrem Blick, einfrieren, erfrieren lassen. Ja, so dass man Gänsehaut bekommt. So dass es einem sogar kalt werden kann. Jetzt möchte ich mal in seine Gefühlswelt eintauchen, wenn es um dich geht. Denn er hat dich ja auch ausgesucht. Ja, so eine interessante Frau hat er sich auch selbst ausgesucht. Seine Gefühlswelt. Interessant, er redet hier weiter. Er sagt, es ist, als ob ich diese Frau gar nicht manipulieren kann. Entweder kann er nicht oder er darf nicht. Er darf dir nicht schaden. Er darf dich nicht manipulieren. Es ist jetzt egal, ob die höhere Macht dich bewacht, ja, ob deine Götter dich bewachen oder ob du hier selbst dich bewachst, ja, oder ob die Dinge sich so zurechtlegen, wo es einfach nicht dazu kommt. Dass er dich manipulieren kann, dass du seine Marionettin bist, dass er hier tut und macht, denn sofort, hier kommt Karma, ja, nochmal, hier kommt einfach, in 2 Sekunden bekommt er seinen Bumerang schon mal zurück. Und heutzutage funktioniert die Post richtig gut, ja, es geht so schnell wieder zurück. Das Jahr 2024 sei es ab jetzt noch mehr intensiver. Man sagt ja auch, Astrologen sagen, dass es das Jahr des Karma sei es. Ja. Jetzt wird ganz viel geklärt und Karma soll es dann nicht mehr geben, nur für die Menschen, die in 3D eben bleiben wollen. Ja. Aber an sich haben wir jetzt eine gute Möglichkeit, all das, was da ist, abzuschließen. Und wenn da was ist, jetzt passiert alles im Nu, ja, mit Lichtgeschwindigkeit. Etwas gesagt? Paar Minuten, sofort Bumerang, bam. Ich kenne das von einer Psychologin, da hatte sie sowas gepostet gehabt. Sie meinte, irgendeine Frau während des Urlaubs, und ich vermute schon, dass sie auch eine Hexe ist, diese Psychologin, weil die ist nun mal sehr, sehr eine sehr interessante, starke Frau und ich spüre, dass sie eine Hexe ist. Und sie meinte, man soll mir nie schaden, hat sie geschrieben. Ich denke schon, dass sie sich mit dieser Materie auskennt, auch in Richtung Hexentum und so weiter. Und da meinte sie, da gab es irgendeine Dame, die sie und ihre Tochter immer wieder schief angeguckt hat, während sie gebadet haben, ja, im Schwimmbad. Immer wieder mal gemeckert oder irgendwas gesagt und bla bla bla, ne, dies und das. Und die wusste, sie ist ja nun mal irgendwie nicht besonders wohlbesonnen ihr gegenüber. Und was denkt ihr? Nach ungefähr 5 Minuten geschieht Folgendes: Ihr Kind, ein Jahr alt, ja, ertrinkt beinahe im Schwimmbad. Das kommt schnell, ja. Und das heißt ja nicht, dass diese Psychologin sie da verflucht hat oder sonstiges. Es reicht schon, dass da jemand etwas versucht. Denn die Frau, sie ist sowas von wichtig für die Menschen, die ihr sei es, die sie lieben, denen sie hilft und so weiter, ja. So dass es einfach nicht zugelassen wird, dass sie irgendwo verärgert wird, weil sie braucht ihre Energie für andere Dinge. Sie hilft Menschen, Millionen, ja, von Menschen. Aus diesem Grund, die höhere Macht juckt das nicht. Passiert sofort. Ja, mein Lieber, das ist so eine Prophezeiung für dich. Jetzt überlege ich mal.
was ich fühle. Jetzt fühle ich, fühl mal lieber. Ich fühle mal lieber, was ich fühle. Ich fühle Ehrfurcht. Irgendwie fühle ich ja schon sogar irgendwie eine Angst oder wie so ein inneres Zittern. Ich denke, er wird oder hat schon Respekt vor dir. Welche Gedanke beschäftigt ihn? Naja. Es kann schon sein, dass er alleine ist, ja? Es kann schon sein, dass ich allein bin. Ich denke, er könnte dir schreiben. Und dass er dir dann auch sagt, er ist zu sehr an dich gebunden, zu fest. Und wenn er wie solch einer lebt, der tatsächlich ein Eremit ist, ganz hier alleine ist, kann er nicht ohne dich. Irgendwas hält hier noch sehr, sehr, sehr fest. Er möchte schon die Gefühle, die es bei dir gab, wiedererleben. Die wunderleckeren Früchte und Gemüse mal wieder mit dir verspeisen, kosten. Also ich vermute sogar, ist es ja auch so eine Aussage, als ob er sich vorstellen kann, dass er sich bei dir meldet, falls er das nicht gemacht hat, falls es hier tatsächlich auch keine Handlungen gab. Also für 70% von euch denke ich auf jeden Fall, ja, ist das mehr so die Tendenz, weil er eben nicht alleine sein möchte. Ja, du hast ihn eingefangen. Und er möchte dich einfangen. Er möchte dich nicht loslassen. Ich komme so ein Spinnennetz. Vielleicht wird er versuchen, dir etwas Schönes anzubieten, eventuell irgendein Geschenk oder irgendeine Einladung oder Einladung, irgendwohin zusammen rauszugehen, ja, wo es schön ist, wo es dir auch gefällt. Ey, du Fuchs, du bist ein Fuchs, als ob er hier versucht, hier seinen Weg ins Paradies hier trotzdem noch hinzukriegen. Du bist doch ein Fuchs. Guck mal, hier kommt die Familie. Eventuell bekommt er irgendeine Unterstützung von der Familie oder wird von jemandem beraten, wie soll man dann hier noch Anker werfen? Ja, wie kann man denn hier dennoch überleben? Wie kann ich sie dazu bringen, dass sie auf mich aufmerksam wird? Und auf jeden Fall möchte er hier verhindern, dass er bestraft wird. Das ist die Karte der Bestrafung. Ich hoffe, er pokert nicht so hoch, ja? Sodass er hier das wahrhaftig möchte. Das wäre gut. Ansonsten, wenn er geizt, ich weiß nicht, dann hat er wirklich etwas nicht verstanden. Dann hat er wirklich die universellen Gesetze tatsächlich nicht verstanden und dann war das tatsächlich gar nicht genug für ihn. Mein Lieber, ich hoffe, du übertreibst hier nicht. Als Bestrafung kann es hier sein, dass er hier, weiß ich nicht, sein sexuelles Leben nicht mehr im Vollen genießen kann. Ja, dass er sich enthalten muss. Er hat die Möglichkeit. Oder wenn er geizig ist, ja, dann gibt es erst keinen körperlichen Kontakt zu dir. Und das ist schon Bestrafung genug. Ja, hier, so ein Bildlein. Und er möchte nun mal, dass es das gibt. Ja, er möchte rausfliegen. Er möchte, dass es das gibt. Freiheit. Sich zu befreien. Na dann. Ja, es wäre schön, wenn er nicht geizt. Wird er denn geizen? Weil ich sehe hier dennoch so ein bisschen so was Spielerisches drin. Das ist aber hier eine Sackgasse, wenn er das macht. Wenn ich sagte, ja, vielleicht hat er das doch noch irgendwie nicht geschnallt.
Wenn er das nicht schnallt, dann kommt nochmal auf die Mütze. Die Höhere macht die Schlaf. Die schläft ja nicht. Ja, dann gibt es wieder seelisches Leiden. Ich denke, manche Menschen müssen lernen, lernen, lernen. Vielleicht ist er auch so einer, ja. Der lernt und lernt, verliert und leidet, aber ist einfach für die Schule des Lebens nicht besonders begabt, ja. Vielleicht soll er in die Sonderschule mal gehen. Kann aber sein, dass er da mit seinen inneren Dämonen viel zu tun hat, viel zu viel zu tun hat, sodass er nicht aus seiner Dunkelheit endgültig entfliehen möchte. Und durch sowas wird ihm gezeigt, durch gebrochenes Herz, durch Zweifel, ja, durch die Krankheiten, durch diese Enthaltung, durch vielleicht Impotenz irgendwo, ja, irgendwo, wo er sexuell nicht so kann, wie er das kann, wird ihm gezeigt, du, Freund, du trägst ja eigentlich Masken, du geizst, du möchtest selbst nicht aufrichtig sein, ja, und wenn du sagst, ja, er hat mich noch betrogen und dies und das und jenes, wieso tut er das, ja, wieso bringt er sich immer wieder in diese Konstellationen, was will seine Seele ihm eigentlich zeigen? Was soll er lernen? Ja? Wieso hat er solche Bedürfnisse? Wieso kann er nicht die Liebe leben? Wieso muss er sich auf diese Schwingungen begeben? Ja? Und wenn du dann sagst, du, ich lehne dich ab, das ist ja ganz vernünftig, dann sagst du, naja, okay, was kann er mir denn schon anbieten? Ja? Er trägt nun mal seine Masken und für mich ist er sowieso gestorben. Er ist einfach zu schwer. Ich pack das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr austragen. Ja, besonders seine Masken hasse ich. Und wo ist seine Initiative? Ja, wie zeigt er mir, dass er an mir interessiert ist? Will er in mich investieren? Oder muss ich das immer machen? Ja, ich will keine Illusionen. Ja, ich will nicht mit dieser Maske konfrontieren. Ich will wissen, ob er für mich Gefühle hat. Ja, oder was ist denn hier sein Problem? Meine Liebe, ich denke, es kann hier gut sein, dass er von diesen negativen, fast schon depressiven Gedanken wie gefressen wird und er treibt sich selbst in diese seine ja, Höhle, in diese seinen Muster, weil er immer wieder lernen soll und weiter wachsen soll. Und wenn uns immer wieder das Gleiche serviert wird, dann müssen wir verstehen, okay, irgendwo lernen wir die Lektion eben nicht. Wenn er mit den gleichen Ängsten konfrontiert wird, wenn er gerne, sei es Dreiecksbeziehungen aussucht, ja, denn da gibt es auch Bedürfnisse, wenn man das macht. Und man soll nur noch verstehen, warum habe ich so einen Trip, warum möchte ich genau auf so einem Wege Liebe erfahren, was möchte ich denn lernen dadurch? Und wie geht es mir dabei? Ist es tatsächlich das Wahre für mich? Oder habe ich es mir nur ausgedacht oder werde ich immer wieder dort rein katapultiert, damit ich eben sehe, dass das nicht meins ist. Ja, je mehr, sei es er da leidet oder du leidest eventuell, es kann ja auch unterschiedlich sein, es sind unterschiedliche Konstellationen. Für beide, ja, es ist immer wieder auf jeden Fall eine Lektion mit drin. Wenn noch andere Menschen involviert sind, dann sind alle involviert. Und die, die involviert sind, die haben eine karmische Verstrickung. Alle. Alle zusammen. Ob das Viereck, Dreieck ist, ja, Fünfeck, keine Ahnung. Alle Menschen haben deren Rollen. Alle Rollen sind wichtig. Okay. Ja. Meine Lieben, so viel dazu. Du kannst an etwas denken und ich lege für dich jetzt noch abschließend ein paar Karten. Like, abonniere. Für private Legungen stehe ich euch zur Verfügung. Schlage eine neue Richtung ein. Kein Grund zur Sorge. Es gibt etwas Besseres. Also ich denke, heute schaut ihr wirklich auf einen, sei es ganz alten Ex, ja. Und eventuell gibt es hier nichts mehr und du weißt es schon, ja, du bist schon gegangen. Du überlegst es dir eventuell.
Es gibt etwas Besseres, aber wenn du sagst, naja, doch, ich möchte noch mit ihm weiterhin bleiben, dann überleg mal, wie kann man denn hier am besten miteinander umgehen? Was würde dir denn die höhere Macht empfehlen, falls du sagst, naja, ich möchte, dass es weitergeht? Wie sollst du dich denn dann verhalten? Na, du sollst verstehen, das kommt irgendwie, hier kommt so Ahnenthema, Ahnenthema, Familienthema, ja, so diese Traditionen, hier kommen sofort irgendwelche Verwandte, irgendwelche Menschen. Kann sein, dass du das auch aus deiner Familie so gelernt hast, so gesehen hast oder dass jemand hier irgendwie sich dachte, ach, sie soll das doch nicht so schön haben. Ja, hier macht jemand ein Auge, hier gönnt es dir jemand etwas nicht. Und besonders, wenn du krank dadurch wirst, ja, wenn du immer wieder verstehst, aha, du kommst in solche Verstrickungen, wo es tatsächlich auch noch diese ganzen Menschen gibt, ja, wo du dir denkst, boah, wie viel noch, ja, wie viel noch muss ich bezahlen, was ist denn das, ja, du sollst geiziger werden, was deine Initiative angeht. Keine Initiative, denke an deine Sehnsüchte, denke an dein Herz. Denke an deine Kraft und dann wirst du kraftvoller. Weil selbst hier wird einfach die Energie gezogen. Ja, das ist zu schwer. Das ist zu schwer, auf jeden Fall. Und ich wollte das noch sagen. Ja, muss jetzt nicht mit allen resonieren. Du musst es auch nicht annehmen. Aber ich muss das hier sagen, weil ich fühle, dass das einigen auch wichtig zu hören ist. Besonders in solchen Dreieckskonstellationen, dort zieht immer den Kürzeren, sei es die geheime Frau ist, weil du verschenkst deine Kraft an diese Frau da, die es da gibt und an ihn, verstehst du? Und du bist die Tankstelle für die beiden, besonders wenn die verheiratet sind oder wenn die schon länger oder offiziell zusammen sind und du bist geheim. Sie haben sich eine Tankstelle gesucht und das bist du, ja, auch wenn es sich so was von bösartig anhört und wo du denkst, boah, also so möchte ich das nicht beschreiben, aber energetisch gesehen ist es so, meine Liebe, weil du bist ja nicht so diese offizielle Frau. Es heißt jetzt nicht, dass ich hier etwas bewerte oder sonstiges, ja, aber ich hoffe, ihr seid bewusst genug auf meinem Kanal. Einfach mal zuhören, einfach mal beobachten. So liegen meine Karten, ja, hier liegt die Krankheit, hier liegt nichts Tolles, ja, wo ich das verschweigen sollte. Und deswegen sage ich dir, untersuche, inwieweit du diese energetische Tankstelle für beide sind und du bist dann für beide, weil er holt bei dir Energie, bringt das rein, ja, er fühlt sich dann bei dieser seiner Frau wohler, ja, und dann funktioniert das, was sonst ohne dich nicht funktioniert, funktioniert wieder. Und deine Energie, wo ist sie? Sie ist da bei diesen beiden. Und was hast du davon? Was hast du davon? Okay? Ich hoffe, du hast mich gehört. Für Privatlegungen stehe ich zur Verfügung. Das könnten wir uns genauer anschauen. Ja, denn ich finde, man soll da schon in sich investieren, wenn man da nicht weiter klarkommt oder wenn man sogar krank ist. Dadurch, ja, man verliert zu viel Energie, zu viel Kraft, wie ich hier sehe. Ja, und dir wird gesagt, geizig sein, keine Initiative zeigen, an sich selbst denken, an Herzgesundheit denken, sogar Herzgesundheit denken. Ja, denn wieso solltest du verletzt werden? Wie oft noch sei es? Und dadurch wirst du kraftvoll. Ja, das ist die Kraft selbst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Bewusstsein, ja, und ganz viel Kraft. Und bitte achte auf deine Kraft. Ja, wenn du immer wieder verschenkst, dann frag dich mal, wieso verschenkst du es an andere Menschen und nicht an dich? Ja, was bringt dich dazu? Okay? Und untersuche lieber das. Ja, und versuche dann zumindest mehr dir Kraft, Liebe und Aufmerksamkeit zu geben, anstatt es vielleicht sogar an fremde Menschen zu verschenken. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.